Ich bin auf dem EUREF Campus in Berlin-Schöneberg. Verabredet bin ich mit Florian Regneri. Er wird mir heute zeigen, was ein Smart Grid ist, denn hier in Berlin-Schöneberg auf dem EUREF Campus werden die Stromnetze der Zukunft erprobt. Wir haben hier jetzt vor uns den Micro Smart Grid Simulationstisch. Da können wir relativ gut erklären, was wir hier machen, was die Vergangenheit derzeit gemacht hat und was zukünftig passieren soll. Okay, dann legen wir mal los. Du hast vor dir, sehe ich hier. Genau, wir haben hier ein paar Steinchen sozusagen, die sozusagen das Ganze visualisieren sollen. Die Atomkraft, die Kohlekraft und das speist jetzt derzeit nach außen. Wenn wir ein paar Verbraucher dazu packen, beispielsweise ein ganz normaler Haushalt oder ein Industriegebiet, sehen wir, wie die Energieflüsse sich verteilen, nicht mehr rausgehen, sondern zu den Haushalten, zu den Verbrauchern hin. Ist natürlich so, zukünftig oder jetzt seit längerer Zeit gibt es ja die erneuerbaren Energien, Sonnenkraft, Windkraft haben wir ja auch noch. So, und es gibt immer mehr erneuerbare Energien, die Haushalte versorgen. Genau. Was wir hier jetzt zeigen wollen, ist, wie diese Vernetzung funktioniert. Warum ist es sinnvoll, ein Smart Grid zu nutzen? Und da haben wir hier diesen Baustein des ganzen Kastens, den wir in die Mitte packen. Und da sehen wir die Stromflüsse, die verändern sich komplett. Und die erneuerbare Energie fließt jetzt erstmal zum Steuerungsmechanismus und geht dann weiter zu den Verbrauchern. Das Ganze kann man immer weiter treiben, indem wir jetzt noch ein Elektroauto dazu packen. Dann sieht man, wie die Batterie sich belädt, wieder entlädt. Das zeigt jetzt das bidirektionale Laden, also das Auto stellt die Energie auch wieder zur Verfügung. Hier wird auch gar keine fossile Energie mehr gebraucht, nur zu Zeiten, wenn zu wenig erneuerbare Energie existiert. Wenn wir das Ganze noch weiter spinnen, im Jahr 2030 gibt es keine Atomenergie mehr, insofern ist hier auch eine rote Markierung. Und wir haben hier einen Export von erneuerbaren Energien. Kohlekraft wird nicht mehr gebraucht, Autos vollgeladen. Und so kann man das ganz gut erklären. Und kurz zusammengefasst, was ist denn das Smart Grid jetzt? Das Smart Grid ist insofern ein lokal abgetrenntes kleines Stromnetz, was die Energie möglichst lokal nutzen möchte. Grund ist, erneuerbare Energien exportieren, gibt Verluste und so weiter und so fort. Energieeffizienzfaktoren spielen damit rein. Und dieses lokal zu steuern und dann möglicherweise auch für andere Smart Grids zur Verfügung zu stellen, wenn die zu wenig erneuerbare Energien haben, das ist im Großen und Ganzen der Sinn dahinter. Florian hat uns jetzt schon mal erklärt, was das ist, ein Smart Grid. Wir haben es ein bisschen in der Simulation uns angeguckt. 2030, also wird ganz viel Energie aus den Erneuerbaren kommen. Mehr dazu, was das Smart Grid ist, gibt es in der Folge 5 des Podcasts zu erneuerbaren Energien.